Das heißt, hier oben wollte ich jetzt aufräumen, damit ich die ganzen Flüssigkeitssachen sortieren kann. Ich nehme mir also blub, 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 hier ein Blueprint. Ich klaue einfach alles hier raus, oder? Aber die Kisten? Die Kisten hatte ich schon unten hingetan, ne? Da sind die Kisten. Okay, das heißt, die Kisten können geschüttet werden. Tod allen Kistenfabriken. Ich habe eine vergessen. Du, da, Kistentüten. Gut. Die Sachen gehören zu den Flüssigkeiten. Das hier ist Batterieherstellung. Brauchen wir nicht so wirklich häufig, ne? Aber brauchen wir. Das heißt, wir machen daraus mal so eine Fabrik. Machen da seinen Blueprint. Und setzen das Ganze unten irgendwo hin. Je nachdem, wo wir es gerade brauchen. Oh, wir können es einfach hier drüber setzen, richtig? Also dahin. Theoretisch. Spricht da was gegen? Ja. Stellen wir dahin. Vorerst. Endgültige Positionierung von allen Fabriken ist ja nicht raus. Ich weiß noch, wo die Sachen erstmal nicht sein sollen. Das heißt, das hier kann auch weg. Landfill kann jetzt komplett zerstört werden. Die drei, da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob wir das haben. Nimm die mal so, wie sie sind, mit. Nee. Stopp, 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 stopp. Die beiden brauche ich, glaube ich, erstmal gar nicht mehr. Die können so gekillt werden. Mhm. Und dich nehmen wir mit und pappen wir irgendwo dann in die Nähe. Theoretisch könnten sie einfach irgendwo hier hinhauen, aber ja. So, tu dich mal hier hin und gut ist. Aus dem Auge hast du Sinn. Vorerst. Das heißt, du weg. Okidoki, das heißt, wir nehmen jetzt die komplette Ferric-Anlage und verschieben sie weiter nach rechts. Richtig? Damit das damit nicht mehr in Konflikt steht. Sind die überhaupt auf derselben Höhe? Momentan ist das Ding auf der Höhe von den Fabriken. Das Ding ungefähr auch, ja. Es ist okay. Wie machen wir das am besten? Erstmal kill ich alle Rohre auf dieser Seite. Das ging schnell. Dann nehme ich die Fabriken von hier ohne die Anlage da und setze die einfach ein dahinter. So. Mach dann die hier weg. Da. Du baust auch Ferric, ja. Dann nehmen wir. Boah, was haben wir eigentlich? Wir haben jetzt viermal weiße Kristallbretter. Brauchen wir überhaupt vier Fabriken davon? Ich glaube nicht. Zerstör mal zweimal die Kristallbretter. Weil damals hatten wir noch keine Speedmobile benutzt und haben noch keine schönen roten Fabriken gleich und so weiter. Das sollte mit zwei in einigermaßen hinaus. Dann haben wir zweimal Kristallbretter, zweimal die. Was seid ihr überhaupt? Ihr seid die Basic Module Boards. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch die Logic Boards. Und was seid ihr? Ihr seid die blauen Kristallbretter. Die sollten dann aber auch hier mit auf die Höhe. Das heißt, du wirst raus, raus, raus. Du wirst von hier rüber kopiert nach da und da. Gehst da weg. Dann kommen hier die Logic Boards hin. Und grüne Chips. Grüne Chips sollen hier oben theoretisch weg. Weil die grüne Chipfabrik braucht keine Flüssigkeit. Und hier oben sollen die Flüssigfabriken hin. Ich weiß, es ist praktisch und so, ne? Ist bekannt. Trotzdem würde ich das ganz gerne wegmachen. Weil sonst müssten wir ja auch hier die blauen hin tun und da die weißen. Konsequenz und so. Du töte die grüne Chip. Stopp. Kopiere die grüne Chipfabrik.
baue sie erstmal unten hin. Nicht, dass wir jetzt so viele grünen Chips dauerhaft für irgendwas brauchen, aber ich vergesse das sonst, wenn ich das nicht jetzt schon irgendwo aufbaue. Hier. Kommt ihr hier schon? Braun, weiß, grün, ja. 2, 3 grünen Chipfabriken ist absoluter Overkill. Werden wir niemals brauchen. Also machen hier 3 grünen hin und da 3 blaue und das reicht dann. Ja, okay. Die da schon mal weg. Und rote Fabriken sind fertig. Was ist das nächst teurere? Braucht Nitinol. Das ist wieder irgend so eine Hydrocarbonit-Oxid-Geschichte. Das will ich noch nicht machen. Stattdessen forsch doch mal die Cyberchests. Die wurden jetzt auch schon sehr häufig in den Kommentaren angesprochen. Da könnte ich jetzt aber alles an Sulfur reinschmeißen und so weiter. Das würde nur 1 Slot verbrauchen. Set Request Slots for Production Quickly and Press Start. Ja, muss ich dann gucken, wie es funktioniert. Erstmal haben. So, dich muss ich töten. Richtig, richtig. Was war das? Achso, das war mein Bogen. Das ist ja ein komischer Bogen. Und achso, wir haben genug Holzkisten im System, damit die Holzkiste sofort wieder ersetzt wird. Das ist sehr schön. Kann ich so meinen Bogen leveln, indem ich meine eigenen Holzkisten töte? Sehr komisch. Geh hier hin. Also, weiß, blau, grün. Die Chipfabrik hier kann jetzt weg. Ich habe jetzt ganz viel Müll eingefangen. So, was mit den Dingern? Die brauchen auch das Zeug. Wir brauchen hier richtig viel Platz, merke ich gerade. Was ist das? Bypass Inventory Limit. Allowing Cyberchest to insert items into off-limit slots. Hä? Tentakelarme. Every Cyberchest will be equipped with a set of long, flexible arms. This allows it to directly collect items from ground. And yes. Oh. Damit könnten wir also Alien-Artefakte vor der Mauer aufheben. Allerdings sind 9 Felder jetzt nicht so wirklich viel. Gibt es noch ein Upgrade von? Nö. Forsch mal das hier, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was das bedeutet. Also für mich hört sich das an, wir haben in der Kiste meinetwegen 8 Slots. Also wo 8 Stacks reinpassen. Und damit können wir mehr als 8 reintun. Also unendlich viel? Keine Ahnung. Bau bitte. Wo ist die Cyberchest? Nein. Die Expansion Base sollten wir auch demnächst mal aufbauen, aber das meine ich nicht. Es müsste eigentlich hier sein. Smart Chest, Equalizer Chest. Storage Tank. Compression Chest? Das ist keine Cyber Chest, aber das ist auch das, was eigentlich gemeint war. Stores a virtually unlimited number of one item type. Bräuchte rote Engines. Nimm mal die da raus und gib mir bitte rote Engines. So. Während das angeflogen kommt, räume ich hier weiter auf. Also, wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Platz. Nicht nur, weil wir jetzt hier für die Modulgeschichte jeweils die Basic Boards, die Logic Boards, die anderen Boards haben müssen, sondern auch nur auf die grünen hiervon. Die da. Später Forschung. Also wir brauchen die da, die da, die da. Dann brauchen wir die da. Also 4 Stück brauchen hier schon mal Ferric Solution. Plus die 3 Grizzlebretter für die jeweiligen Chips. Genau, Grizzlebrett 1, Grizzlebrett 2, Grizzlebrett 3. Was ist das? Das ist für was anderes. Angriff im Osten, alles okay. Sonst noch was für Ferric. Sonst ginge das ja fast. Da hätten wir 3 Grizzlebretter plus 3 Boards plus das grüne Dring. Also 7 Stück. Ja. Okay, erstmal wird hier alles wieder auf den lila Standard gebracht. Dann wirst du... Warum stehst du irgendwie so alleine rum? Das ist komisch. Ja, müssen wir später gucken. Wir müssen auch noch die Auffüllanlage, also wo die Flüssigkeit herkommt, hier irgendwo hin tun.
Also wir könnten sie hier stehen lassen, theoretisch. Aber sieht ja nicht so schick aus. Wir könnten sie hochversetzen. Das mache ich mal. Mach mal hier die ganzen wieder weg. Wir versetzen dich jetzt mal so hoch, dass du... So, dafür müsstest du weg. Dahin. Das hier weg, das hier weg. So, das heißt, jetzt wird es hier entladen. Kommt da in ein Rohr rein. Wir haben keine Rohre. 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 Dann kommt es hier unterirdisch hier hin und wird dann von hier nach oben unten verteilt und überall hingebracht. Und das gleiche können wir dann auch hier machen für Schwefelsäure. Und hier für das da. Und dann werden die Rohre halt unterirdisch weitergeleitet zu dem nächsten Streifen quasi für die Flüssigkeitsfabriken. Ja, das ist sehr schön. Dann haben wir hier den Platz über dem Roboport auch einigermaßen sinnvoll gefüllt. Gut, 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 gut. Gib mir Rohre. Ne, gleich unterirdisch. Von da nach da. Hier bitte einmal massiv. Und dann geht's hier runter. Darunter. Du musst gedreht werden. Du auch. Du auch. Alle müssen gedreht werden. So. Dann gehst du hier hoch. Darunter. Wir brauchen viel mehr davon. Bau. Dinge. Viele. So. Hier kann ich sie direkt anschließen. Da muss ich nicht noch vorne runter und machen. Sehr ein bisschen albern. So können wir uns hier eh nicht bewegen. So. Dich drehen. Dich da anschließen. Dich da anschließen. Dich da anschließen. Fertig, richtig? Jetzt müssten die eigentlich alle wieder laufen, wenn sie denn laufen wollen. Gut. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Platz für die Logic Boards. Endlich. Deswegen habe ich mit dem ganzen Fummel hier ja angefangen. Du bau bitte Module Logic Board. Nochmal hier die Ärmchengeschichte. Auch wenn die Kisten falsch sind, aber mach sie mal erstmal hin. Damit die Kisten da sind. Du hättest gerne andere Dinge wahrscheinlich. Ist beschränkt auf 3 Stacks. Aber mal gucken. Also du brauchst Gold, Fiberglas-Panels und Kupfer. Also war Kupfer schon mal nicht falsch. Kupfer. Fiberglas-Panels. Du kannst auch ruhig 200 haben und Gold. Gold ist dann schon eher ein bisschen problematisch. Davon bitte nur 20. So, reicht einmal diese Fabrik. Oder soll ich die auch zweimal machen? Auch zweimal. Kopier mal den nach da. Den nach da. Gib ihm. Nimm hier mal alles raus. Gut. Anschließend sollten wir die auch noch beschränken. Die verballern jetzt richtig viel an Gold und Fiberglas und was weiß ich. Ja, beschränkt die mal lieber auf 1 Stack jeweils. Dann haben wir 200 oder so von den Logic Boards. Das sollte auf Puffer erstmal eine Weile reichen. Außerdem werden hier eh noch die ganzen Kisten bei den Modulen gefüllt. Das passt schon. Was noch? Das andere Ding, das Processor Board, das brauchen wir wahrscheinlich für die noch höheren Chips. Das sollte dann wohl hier drunter. Da kopiere ich mir einfach mal das hier raus. Und baue das dahin und ändere das dann auch. Genau, die Sachen werden wir da weg müssen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ja, die Roboter fliegen alles an, ich weiß. Ich produziere das falsch, ist immer leid. So, du machst bitte den da. Oh. Du brauchst doch dasselbe. Das sind aber schon andere Sachen, ne? Module Logic Board. Module Processor Board, ja. Mach einfach mal. Das heißt, du forderst dasselbe an, du forderst dasselbe an, du forderst dasselbe an.